Bonsoir, Muchachos! Da sind wieder am Schlüssel, die Losers zocken Rainbow Six Siege. Ranked auf Favela sind immer wieder unterwegs. Und es ist echt, echt sehr krass, wie häufig Favela in letzter Zeit kommt. Aber erstmal bonsoiren wir den lieben Mabossa. Halli. Bonsoir auch, Muchachos! Seid herzlich willkommen in der Runde Rainbow. Und wir fangen an, klassisch mäßig, mit einer Runde Shield. Obwohl, nein, wir brauchen noch einen Thatcher. Nehmen wir einen Thatcher. Thatcher oder Montagne, das sind derzeit meine Main Operator. Thatcher, weil ich muss. Echt so, ne? Montagne, weil er einfach effektiv ist fürs Team und weil ich derzeit kein Aim habe. Und ja, ich möchte eigentlich mal wieder gerne Sledge spielen. Ich versuche mich jetzt mal am Fuse. Ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwas bringt. We will see. We will. Ich habe schon so Ewigkeiten nicht mehr Oregon oder Chalet gezockt. Oh, oder Chalet wäre mal wieder geil. Oder was gibt's denn noch so? Ich weiß schon gar nicht, was es noch gibt, Alter. Oh fuck, scheiße, ich bin ganz oben drinne. Aber meine Drohne ist natürlich direkt busted. I fought the law and the law won. Problem ist nur, die sind ganz oben drinne, ich kann nichts machen. Als Fuse. Bringt mir nichts. Okay. Ich schau mal, ob die einfach auf der anderen Seite bitchen. Die werden alles rundherum zumachen und solange sie keinen Castle haben, kann ich auf jeden Fall keine Fuse-Ladung dran ballern. Sonst bin ich instantly tot. Okay. Meinst du? Geh ich von aus, ja. Warte, ich schau kurz auf die Bitchen. Nee, die andere Seite sieht noch safe aus. Ich wechsle Magazine. Aber da ist ja nicht mal verstärkt. Warum schießt ihr das alles auf? Deko von hinten kommt einer! Deko von hinten! Ja, ich bin gerade am Aufseilen. Hier, ich markiere. Ich markiere nochmal. Ist er weg? Ja, ist weg. Oh, zum Glück hatte ich diese scheiß Cam dort, Ich würde jetzt selber gerne mal schauen. Sehr schön. Kann ich reingehen oder? Theoretisch kannst du reingehen, ja. Also. Ich fahr kurz mit der Drohne mal rein. Lol. Was ist los? Alter, Glatz geht einfach so ab mit dieser scheiß Rauchkacke. Carry me, carry me! Ich hab einfach keinen Kill, kein gar nichts. Einmal reingefused, niemanden erwischt, weil keiner im Raum war. Ey, das ist so böse mit dem Rauch. Oh, please. Das ist echt ziemlich haarig. Was kann man dagegen eigentlich machen? Nix. Bist am Arsch, Rauch machen, das ist ja das Problem. Vielleicht hat der nächste Operator ja was gegen Rauch, was extrem lame wäre. Macht es ja nicht. Wir nehmen jetzt. Wäre aber eigentlich ganz praktisch. Pool! Ein Staubsauger oder so. Und außerdem der nächste Operator hat einfach so ein Staubsauger-Rucksack dabei, der, wenn man durch den Rauch läuft, alles aufsaugt. Ich hab keinen Plan, was ich zocken soll, Alter, ich zock Doc. Wir lassen uns mal überraschen. Unten wäre eigentlich cool gewesen, aber da. Ah, Tantchens Apartment ist gar nicht so schlecht. Aber da wäre Mute extrem geil. Da wir keinen Mute haben, sind wir richtig am Arsch. Der liebe Herr, er hat einfach 88 hinten dran und kann kein Deutsch. Vielleicht ist es ja auch nur sein Geburtsjahr, ne? Ich glaube, wenn ich als Geburtsjahr 88 hätte, würde ich das nicht als Namen reinschreiben. So können wir reden. Ich docke mich hier jetzt durch die Gegend. Alter, wir sind ja hier komplett eingesperrt. Warum ist er nicht gestorben, Alter? Will ich. Dann bleiben wir drin. Bitte einmal pst. Wir hier definitiv Steps. Wechsle das Magazin. Herzschlagsensor eingesetzt. Oh, zwei von der anderen Seite. Okay. Da sind welche, dahinter. Oh, einer ist tot. Nice, da war noch einer.
Ja, sehr schön. Wo ist was? Der hat beide umgebracht. Der ist zwar auch selber gestorben, aber er hat beide umgebracht, die ich gesehen habe. Magazinwechsel! Da oben ist irgendwo der Glatz. Glatz ist down. Nice. Glatz down. Ja, wo waren gerade die Punkte? Ah, hier! Wo ist was? Hier. Behind the door is one. Ich bin hinter der Tür. Also unten hinter der Tür. Ja, Alter, ich hab's bekommen. Richtig geiler Kill, Alter. Wo ist der letzte? Ich sehe hier nichts. Irgendwo hier, glaube ich, links irgendwo. Mein Pulsgerät sagt auch nichts. Ah, oben auf dem Dach. Okay. Dann lassen wir ihn mal noch eine Minute kommen. Nicht, dass wir diesen Free Win jetzt verschenken. Der hier oben ist er. Nein, ich hab. Ah, mit der Pumpgun war zu weit weg. 18 Sekunden noch. Lol! Oben lang. Lol. Nice one! Das war aber knapp, muss ich sagen. Hätte fast noch vier Leute umgebracht. Dadurch, dass du das Force Brain da vielleicht daneben gepimmelt hast oder sie nicht erwischt hast. Du hast noch knapp mal davon abgesehen. Ja, bei mir mit der Pumpgun, ich hatte zu wenig Reichweite. Aber sehr gut. Wir haben das Ding gewonnen. 2-0, weiter geht's. Ich nehme nochmal Fuse. Ich will endlich mal Fuse-Kills machen, Alter. Fuse-Kills? Dann werden wir jetzt einfach mal Sledge nehmen. Because we can. Deko hatte heute sogar auch ein DC und er ist nicht wieder richtig reingekommen ins Rank-Game. Und er hat die komplette Strafe von Ubisoft bekommen. Es richtig frech so, sowas. Vor allem erste Runde, wir hatten ein Muchacho im Gegnerteam, war im Präsidentenflugzeug, heißt, wir waren noch auf einer geilen Map. Und dann in der ersten Runde, ich picke Termite und zack, Rainbow Six geht einfach zu. Keine Fehlermeldung, kein Verbindungsfehler, gar nichts. Und dann hatte ich zwar die Anzeige, dass ich meinem Team im Rank-Game wieder joinen kann, aber er ist nicht gejoint. Er hat nur das Join angefangen und dann war es das. Genau, das war bei mir auch schon mal. Ich finde das echt extrem frech, weil wenn die schon so ein System haben, dass man wieder reingehen kann, dann sollte das auch funktionieren, please, Mann! Ging aber, selbst mit Uplay neu starten, Rainbow Six neu starten, nichts hat geklappt. Aber naja. Gucken, wo Marvin seine Drohne. Oh. Da! Blow! I'm safe, bitch! Oder scrollen. Aber bei dem Spot können die richtig hart bitchen. Mit so viele Punkte, wo man raus himmeln kann. Irgendwo wurde ein Fenster aufgemacht. Lol, von wo? Nein, ey, dann bitch wieder einer raus. Kann ich mal irgendwie auf die Fenster aufpassen, Mann? Frost in there? Ich war aber links dahinter, ne? Ja. Wo? Oh. Vorsicht. Nice. Toll.
Hä? Hast du noch eine Drohne über? Warte, warte. Ah, okay. Wo war der? War der denn? Im Haarschrauben war der drin. Ja. Ach so, echt? War da drin? Alter, richtig geflext, Mann. Und mir auch noch einen reingedrückt. Ey, das ist schon Hashtag wieder reingedrückt. Fuse, ich habe meine Ladung gezündet und bin gestorben. Das kann ja nur besser werden. Mira und ich will in den Waffenraum, ganz nach unten. Bist du noch da, Deko? Mir fehlen noch 100 Punkte für erster Platz. Und den will ich mir auch eigentlich gönnen, ey. Hätte ich Bock drauf, erster zu werden hier. Ja, das glaube ich. Wäre schon sweet. Was? Da noch zu. Ja. Hier ist schon zu. So. Cheater! Aber ich glaube, der Typ, der ist sowieso die ganze Zeit nur am Rumlabern da. Der will nur rumstenkern. Nein, ich hab daneben geschossen, ey. Ist er schon im Raum? Wo sind die denn? Alter. Ja, da rechts von dir ist der Sledge, der hat mich gekillt, der hat einen Pappgun. Der eine Granate hat er auch noch. Der Bandit sollte ja aufpassen, dass er nicht hier einfach reinläuft. Zweite Granate weg. Nice, jetzt kann ich arbeiten. Nice, Sledge ist tot. Dass hier keiner lang geht, ne? Ist echt komisch. Hier was? Ja. Aus der Richtung höre ich was. Nicht mit mir! Nice one! Hinter dir. Ich weiß. Und da kommt der Glatz. Nice. Oh, noch einer! Von hinten! Ah, fuck! From your left side. Wird das wieder ein 4 zu 0? Oh, aber... Springt er da rüber? Da ist doch ein Schild, oder nicht? Das ist doch da viel einfacher. Oh, ja, warum war... eigentlich... Hä? Leute. Wie schlecht das war! Leute. Wie das schlecht war das war! Schlecht. Boah, aber es hat geklappt, ne? Muchachos, zwei Runden, glaube ich, sind es jetzt schon, wo wir 4-0 gewonnen haben. Pounce! War nicht unbedingt immer sehr skillig, aber Muchachos, heute habe ich endlich mal mehr Kills gemacht als Deko! No. Vielleicht letztes Mal auch schon, weiß gar nicht. Aber es fühlt sich richtig gut an. Also Muchachos, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir noch mal und bis zum nächsten Mal reingehauen.